Europa steckt in einer Krise. Eine Krise, die vor allem ökonomischer und politischer Natur ist. Um die Vorgänge zu verstehen und für die Probleme Lösungsansätze zu finden, sind Grundkenntnisse gefordert. In Oldenburg brachte das Institut für ökonomische Bildung, kurz IÖB, und der Verein WIGI Interessierten das Thema der Europäischen Union in entspannter Atmosphäre im hauseigenen Garten näher. Die Garten-Vorlesungen sind dazu da, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit über aktuelle ökonomische Phänomene zu führen. Und wir bemühen uns immer stets, das, was gerade ökonomisch interessant ist, aufzubereiten und spannend zur Diskussion zu stellen, mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Diskurs zu kommen und somit das IÖB hier besser mit der Stadt noch zu vernetzen, als das schon der Fall ist. Andere Cousins, nennen wir sie Eduardo und Diego, haben derweil ihre neue Stellung bei der Bank dazu genutzt und haben in extravagante Apartments investiert, hohe Kredite aufgenommen zu niedrigen Zinsen. Dann kommt der Kollaps. Manche Cousinen und Cousins haben sich enorm verschuldet und andere können ihre Immobilienkredite nicht mehr zurückzahlen. Nach dem Fachvortrag von Ökonom Dirk Lörwald diskutierten vier Gastredner unter dem Motto Europa meistern mit neuen Spielregeln aus der Krise über Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung und die Rolle Deutschlands in Europa. Geladen waren Adolf Schröder vom Oldenburger Föderalistenverein und Dieter Meyer, Leiter der EU-Informationsstelle in Oldenburg. Sie diskutierten mit Felix Thalmann vom Vorstand der Neumüller CW Color Stiftung und Professor Hans Kaminski, Direktor des IÖB. Über zwei Jahrzehnte haben wir eklatant gegen diese Kriterien, die wir vertraglich vereinbart hatten, verstoßen. Das kann nicht das Ende der Europäischen Union sein. Das, was, ich nenne mal nur plakativ, mit einer Strategie Europa 2020 zurzeit sehr intensiv verfolgt wird, das ist etwas, was ich meine, das wird Europa nachhaltig stärken. In der Diagnose sind die meisten Experten relativ einig. Zu hohe Staatsverschuldung und ein zu geringes Wirtschaftswachstum in einigen Euro-Ländern. Schwieriger ist schon die Frage nach der bestmöglichen Therapie, also die Frage nach den geeigneten Spielregeln. Wenn jetzt dieser europäische Wirtschaftsraum auseinanderfallen würde, dann sehen wir natürlich schon mit vielen Nachteilen konfrontiert. Grenzüberschreitungen, die natürlich dann schwierig werden, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr. Und ich glaube, dass das auch dann nachteilige Aspekte hätte für die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern. Und damit würde auch die Gesamtnachfrage zurückgehen. Und insofern wird es für uns als Wirtschaftsunternehmen schwieriger, international tätig zu sein. Ich bin da auch nicht der Finanzexperte. Von daher kann ich nur beobachten, was drumherum passiert, was also in Europa ansonsten vor sich geht. Und da wird sehr intensiv an der Zukunft Europas gearbeitet, auch hier in der Region. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir diese zugegebenermaßen schwierige Phase, dass wir die jetzt überwinden werden und dass wir dann uns wieder auf sozusagen das Kerngeschäft konzentrieren können. Patentlösungen hat im Augenblick niemand, aber es gibt wesentliche Weichenstellung, denn das, was im Augenblick abläuft, intergouvernemental die Problematik zu lösen, wird uns in der Gemeinschaftspolitik nicht weiterbringen. Wir glauben, dass es ungeheuer wichtig ist für Weiterentwicklung von Wirtschaft und von Gesellschaft, dass die Menschen wissen, nicht was da eigentlich passiert, dass sie die Grundstrukturen unseres Systems kennenlernen, die Prozesse kennenlernen. Und hier über diese Veranstaltung sind wir besonders stolz, weil wir einen Querschnitt der gesamten Oldenburger Bevölkerung immer zu Gast haben. Und das finden wir persönlich selbst sehr bereichernd, weil aus den Gesprächen man wieder viele neue Anregungen bekommt, Themenstellungen bekommt. Das Bewusstsein für wirtschaftliche Gesamtzusammenhänge stärken, das war das Ziel der Veranstaltung. Den Diskutanten ist das offenbar gelungen. Das fand ich sehr interessant. Hat mir einiges gebracht. Jetzt muss ich das erstmal sacken lassen. Ich fand es gut, dass es in knapper Zeit ein ziemlich komplexes Thema sehr gut für die Allgemeinheit erklärt worden ist. Ich habe das Thema zum ersten Mal, glaube ich, richtig erfasst, weil es sehr gut strukturiert erläutert wurde und erklärt. Und auch die Diskussionsrunde fand ich eigentlich ganz gut gemacht, auch für junge Leute. Die Veranstaltung war sehr informativ für mich, war ganz hochkarätig besetzt und hat einen guten Einblick gegeben in das Thema.
Im Garten des Instituts für ökonomische Bildung wird regelmäßig zu der Sommervorlesungsreihe Einmaleins der Wirtschaft geladen. Die zweite Vorlesung 2012 findet am 20. September zum Thema Energiebildung statt.